Keine Ahnung. Aber das ist halt einfach im Moment der springende Punkt. Es muss halt einfach laufen. Ich habe keinen Bock vorm Stream irgendwie stundenlang da noch rumzubasteln. Weil dann habe ich nämlich keinen Bock mehr. Also, ja, muss ich dazu stimmen, ist wirklich so. Das war auch das mein Bein. Also, du hast es zwar über zwei, aber über einen Computer, ich hab's halt über zwei, ne? Weil ich habe damals schon gemerkt, ich hab's ausprobiert über ein Dual-Setup. Damals wie bei Nilsson 1489, weißt du, über die LAN-Kabel. Es hat zwar funktioniert mit der SID, dem Plugin, was du von OBS benutzen kannst, hat aber ziemlich viele Ressourcen gefressen. So dass auch teilweise ein bisschen mein Lag im Stream geleckt hat. Und deswegen habe ich gesagt, nö. Habe ich ausprobiert, ist nicht so mein Ding. Streaming-Rechner, fertig. Ja. Ja, das ist halt einfach. Das muss laufen. Wenn das nicht läuft, ist das schon Mist. Ja. Kannst du die ganze Situation schon in die Tonne kloppen. Und das geht halt einfach nicht. Ich muss, wenn ich morgens früh ausstehe und ich weiß, ey Leute, ich mache heute einen Stream, dann muss das einfach klappen. Das ist halt einfach ein Muss. Glaube ich dir. Da gibt es kein Aber bei mir. So, ja. Wenn ich dann aber merke, der Rechner, der macht unterwegs irgendwo richtig Scheiße und ist gerade so Richtung, ich kratz gleich ab oder so, dann ist das schon doof. Glaube ich, ja. Manu, ich weiß nicht, ob du es vorhin mitbekommen hast, aber mit Devil Dynasty bekommt eine neue Karte und dazu den Korb-Modus. Das habe ich vorhin bei Google am Rande mal kurz gelesen. Wie weit es da ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass sie es auf jeden Fall angekündigt haben. Wäre auf jeden Fall mal ein... ein Punktwert. Blickwert. Ich muss keinen Ryzen 9 oder einen i9 da drin haben, das ist mir egal. So, Hauptsache, ich habe einen besseren Intel Core oder AMD, ja, jetzt aktuell habe ich Intel Core drin, besseren drin als jetzt. Ne, der auch ein bisschen mehr Ich habe ein High-End, ja, das Ding reicht mir. Ich kann meine Spiele spielen, die ich will. Ich kann mit den Leuten Multiplayer spielen, die wir haben. Gut, den Bildschirm macht halt ein bisschen Probleme, aber ja, aber das sind Kleinigkeiten. So ein Bildschirm, das sind einfach Kleinigkeiten. 200 Euro, scheiße, da, fertig. So, das sind in dem Fall ist es nichts. Aber wenn das dieser Hauptteil schon Mist ist, dann ist der Rest auch Mist. Das ist einfach so. Also ich bin von Intel weggegangen und habe einfach mal probiert, AMD, was die so können. Das war einfach mal... Ich wollte einfach mal, weil ich habe damals auf dem Teamspeak mit ziemlich vielen Leuten mal geredet und was die für Bewertungen hatten und was für Spiele da zocken kannst. Und das war sehr interessant. Bloß zu diesem Zeitpunkt waren die Grafikkarten richtig teuer gewesen. Also die haben auch gar keine. Die haben auch gar keine nachproduzieren können. Also hast du dich damit auseinandersetzen müssen, fertig PCs zu holen. So, und ja. Seine 8 Stunden soll auf jeden Fall laufen. Ja, locker. Also bei mir läuft der teilweise mehr als 8 Stunden. Moment, ja. Er soll seine 8 Stunden laufen, ja, aber er soll Video und Streaming schneiden können, ne? Dass das da alles schön sauber läuft. Ohne dass ich großartig irgendwie Probleme habe. Ja, ja. So läuft auch. Das läuft auch.
Deswegen bin ich mit den PCs, die ich hier habe, sehr zufrieden. Sag mal, ab wann zählt eigentlich ein Spiel zu Retro-Games? Wie viele Jahre müssen die eigentlich haben, dass man das sagt, okay, die gehören dazu? Weil die Frage kam mir gestern Abend mal. Weil ich meine, wann kam OMSI 2 raus? Auch 2012? Nee, 13? 2013, Steam Edition. OMSI 2 hat ein Veröffentlichungsjahr von, doch, 12. Dezember 13. Mhm. Und das Spiel ist immer noch bei 30 Euro. Das ist krass, oder? Ja. Das ist krass, was da noch... Das ist unnormal. Also... Das ist wirklich faszinierend, was der da noch alles rausbekommt, Shay. Hallo, safe. Also, ich habe heute noch ein paar Busse fertig gemacht für uns, auch ein paar 2014er. Mhm. Alter, ich habe auch da gesessen, habe ich gedacht, Alter, bei dem Spiel einfach noch so geht. Was wirklich bei dem Spiel einfach geht. Lass mich raten, du hast statt der normale ZF-Getriebe da reingeballert, hast du so einen Halloween-Sound so. Evo-Sound. Oh mein Gott, ey. Ja, vom Montag bis Dienstag erwähnt, ne? Ja. Ich habe schon ordentlich Punkte eingefahren, um die 400 oder 500 Punkte habe ich schon. Ja, fast. Ja. Boah, jetzt haben wir noch eine Stunde, ey. Dann ist die erste 4,5 Stunden rum, ey. Also heute schlaucht's wirklich, ey. Ja, wer macht denn auch sowas? Ich? Als Bock macht. Ja, siehst du? Ach, nee. Boah, Mann, ich sehe nichts mehr, ey. Ich hab jetzt auch schon wieder alles. Das hat mich jetzt auch schon wieder komplett fertig gemacht. Komm mal, mit dem alten Rechner, den ich da hatte, hätte ich da nichts bekommen, ey. Der Sascha macht's, ja, genau. Zickenmutti, wir haben so einen schönen Bus. Also, Justin und ich, wir haben zusammen gestreamt, ne? Also, er war bei mir als Gast im Stream. Und das Tolle war einfach, dass irgendwie das Thema Sparkasse aufkam. Refinanzierung und bla bla bla. Dann habe ich nur so gesagt, ja, willkommen bei ihrer Sparkasse mit dem schönen Beschissensplan. Dann hat der Vogel ernsthaft, das kannst du an meinen letzten OMSI-Videos sehen, dann hat er wirklich Werbung hinten drauf, ja, also quasi da hinten, ja, hat er quasi, willkommen bei ihrer Sparkasse, Refinanzierungsplan. Kommen Sie zu uns, fahren Sie zu uns. Wenn wir Sie bescheißen, dann mit einem beschissenen Plan. Ey, weißt du? Das haben wir wirklich auf dem Skin drauf, wo ich mir gedacht habe, sag mal, ich bringe ja voll die Vorlage und der zieht es eiskalt durch. Ich schwör. Da hat das sich gerne mehr einbekommen, ne? An dem Mittag habe ich aber auch mitten durchgezogen. Na gut, an dem Tag hatten wir beide was an der Klatsche, also. Da ging aber auch wirklich alles. Also, da ging alles drunter und drüber, was da drunter und drüber gehen konnte. Ja, vor allem die Lost Boy Fahrt, ey. Das war, den Skin, den habe ich direkt am Anfang gemacht, wo wir den Betrieb gegründet haben. Genau, direkt genau. Seitdem besteht dieser Skin. Ja. Der Beschissensplan, ja. Ich habe nur nicht drunter geschrieben, lassen Sie mich heute bescheißen. Ja. Das habe ich nicht drunter geschrieben, aber das ist doch. Ja, genau, angefangen hat es ja mit der Ergo-Versicherung. Warum? Ja, Beschissensplan, warum? Wir machen es. Brauchen Sie keine Fragen zu haben? Ergo-Versicherung, wir bescheißen Sie, wir machen es. Das war aber. Das Sascha, der macht's. Ja, alles klar, ich mach's. Ja. Ja. Oder mit ein bisschen Schocke? Oh, mit ein bisschen. Psst. Ihr habt nichts gesehen.
Oh, alte Falter, das böse sein, ey. Oder ein bisschen Schocki. Aber scheiße, ey. Ja, mit dir ums zu fahren, ist immer sehr witzig, ey. Genauso wie mit dem Johannes. Ja, hallo. Das ist voll was, also vor allem, wo er bei mir war, ne? Also ich hab. Dass ich gegen die Laterne laufe, ey, ich schwöre, ey. Ja. Da hast du wenigstens Gefühle gehabt, Junge. Ja, ich bin halt nur gegen die Hand davor gehabt, aber ich schwöre, ich so, Alter, was geht denn jetzt ab, ey? Also, ich war wirklich so lost gewesen, ey, also, was für ein Ding, ey, ich schwöre. Ich hab da oben schon so eine Verhärtung. Am Hirn, weißt du, also so oft, wo ich gegen was gelaufen bin. Ja. Und was war? Ja, die Verhärtung. Was bringt's? Wir machen's, kein Problem. Wir verhärten alles. Beschissenes Plan. Hilfe, ey. Und jetzt sitze ich hier dran und mache normale Stadtbuswerbungen, ey. Ohne nix drauf. Nein. Nein, holt er doch einfach ein paar Witze raus oder so. Irgendwas, was lustig ist. Also. Ey, ich suche von uns ein bestimmtes Fahrzeug. Aber anscheinend gibt es den in der Werbung nicht mehr. Okay. Wenn ich den jetzt finden würde, könnte ich dir zu dem Bus auch mehr sagen. Mhm. Es scheint so, als wenn die dem eine neue Folie verpasst haben. Okay. Und somit ist der halt, ja. Naja, guck mal, so ein Solaris, dann hättest du auch so gesagt, ja, wie die Sparkasse braucht so ein Solaris, ist wie so ein Solarschiss mit einem Beschissensplan, läuft doch. Beispiel, ich weiß, es war ein Flachwitz, aber. Der war scheiße. Ja, sowas von scheiße. Der war Müll. Ah, das ging noch besser. Sie wollen die Zukunft haben? Ja. Vor Beschiss, der Beschiss bescheißt sich selbst, ja. Ach, Mann. Ah. Ich hab vorhin meine Witze gehabt, das reicht. Oder wie vorhin Manu wieder gesagt hat, ey. Ja. Oh. Es gibt viele Hosen. Oder was hast du gesagt? Es gibt viele Hosenscheiße, aber Sascha ist ein Hosenzerreißer. Ne? Ja. Ach komm schon. Und dann noch schön mit den Kanalpunkten eingelöst, dass schön die KI das sagt. Naja, danke schön. Ich fühle mich so geschmeichelt. Ja, das ist ganz so. Aber beschissenes Blatt, warum? Wir können es, wir machen es. Dafür stehen wir mit den Namen ein. Waterloo, der Beschissene. Ach ja. Oh, es gibt da direkt mal hier voll das Dislike, ey. Dislike. Naja. Und was macht dein FIFA? Ja. Oder FA? Da bin ich, ach, da bleib ich die letzten Wochen einmal drin gespielt oder so. Nicht lange. Was? Ach guck mal, wir haben noch 377 Kilometer. Was die Bogestra für Betriebsrückfahrt, das ist der absolute Hammer. Wieso? Boah, das. Alter. Meinst du in Omsi oder in Real Life? Nee, in Real Life. Okay. Bogestra, das ist ja ein riesengroßes Unternehmen. Ja, klar. Die haben ja mehrere Betriebshöfe. Auch hier bei uns in der Nähe. Die haben ja in Bochum. In Witten haben die eins. Hatten aber glatt in hart weg. Gelsenkirchen. Ich weiß gar nicht mehr, wo haben die. In glatt hart weg haben die keinen mehr. Die haben auf jeden Fall mehrere. Die haben schon allein wegen den Straßenbahnen haben die schon total viele. Boah, ich vermisse die irgendwie, ne? Die 302er zu fahren, die 30 sowieso.
Hier in Bochum haben sie eins. Das ist Werkstatt. Das ist ein Betriebshof. Dann haben sie Straßenbahnbetrieb und Strappwerkstatt Gelsenkirchen. Haben sie auch eins. Dann haben sie wieder eins in Bochum, noch eins in Bochum, noch eins in Gelsenkirchen, noch eins in Bochum. Und in Witten eins. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Betriebshöfe. Wow. Das ist krass. Ah, die Strappwerkstatt, ja. Es ist immer wieder. Man muss dazu sagen, bei der Strappwerkstatt, ne, kennt sich Justin auf jeden Fall im Unterbau sehr gut aus. Ich? Mhm. Nee. Doch, doch. Nee. Nee. Doch, doch. Nee. Bitte Lübe. Ah, guck mal, polnische Werbung. Fängt ja gut an. Und dann haben die ja auch noch, hatten die U-Bahn-Wagen? Ja, dann haben die ja auch noch U-Bahn. Da haben die auch noch Betriebshöfe. Mhm. Ausgebaut. Die sind richtig krass. Die Bogestra ist wirklich im... allein im Ruhrgebiet ein sehr faszinierendes Verkehrsunternehmen. Was die am Bustypen da auch umfahren haben, ne? Wie siehst du den so anders? Ich glaube, Justin wird hier gerade voll eifersüchtig. Auf die Bogestra? Ha? Ja, ich bin, was die Bogestra angeht, die Bogestra, die denkt halt schon ziemlich weit in die Zukunft. Die haben jetzt schon im ganzen Umkreis hier die größte E-Bus-Flotte. Ja. Ja gut, aber... Und das finde ich einfach Hammer. Das sei jetzt schon so eine große E-Bus-Flotte. Merkt mal, wie er fasziniert ist davon. Also ich finde es gut, ich finde es super. Ich bin auch voll begeistert. Ich sag ja nicht, dass es nicht so ist, aber ich finde es immer wieder schön, wenn ich Leute hier im Chat hab oder im Voice-Chat hab, die einfach die Begeisterung, die Leidenschaft das ausdrücken können. Und gleich macht's bumm, ich weiß es doch. Das ist halt einfach, guck mal, ich wohne in einer relativ kleinen Stadt. Hier siehst du jeden Tag die gleichen Busse rauf und runter fahren. Weil wir von genau zwei, drei Typen Busse haben. Also meinst du, es sieht dann so aus? Jedes Mal die gleiche Scheiße. Ja, guck mal, bei uns im Verkehrsbetrieb haben wir VDL im Einsatz, ein Fahrzeug. Dann haben wir Solaris und der Rest ist alles Mercedes-Benz. Du siehst immer den gleichen Bus. So. Ja, du siehst immer das Gleiche und dann kommst du nach Bochum und dann fährt gefühlt alle 5 Sekunden an dir einfach ein anderer Bus vorbei. Ja gut, wir hatten, also bevor der Betrieb sich verändert hatte, vor 3 oder 3, 4 Jahren bei uns, war noch das Iveco im Einsatz gewesen. Vorne diese Tür, die... Ah. Stimmt, Iveco hatten wir auch noch im Einsatz bei uns. Oder haben wir noch im Einsatz. Aber das war's. Mehr anderes haben wir nicht. Also ich fand die Busse eigentlich für die Linie, wo wir hier hatten, eigentlich sehr, sehr angenehm eigentlich. Bis auf den einen Busfahrer, der da konnte nichts dafür, aber da einer hat so blöd gebremst, ey. Der ist Notfall ausgewichen. Also der Busfahrer musste wirklich rechts auf die Seite ausweichen, ey. Dann hat er erstmal das Fenster aufgemacht, erstmal voll geflucht in seiner Sprache und voll auf die Hupe drauf gedrückt. Ich war halt der einzigste Fahrgast. Er hat sich sogar nach mir erkundigt, ob es mir gut geht. Da habe ich gesagt, ist nichts passiert. Weil ich wäre fast bei den Bremsen fast über vorne am ersten Sitz fast über die Planke gestolpert, ey. Alter. Ja, er kann halt nichts. Da war so ein... Wie gesagt, der Idiot hat so total scheiße gebremst. Und wenn er 100 oder 150 oder 50 Meter erst anfängt zu blinken, dass er links abbiegen will, was soll er machen? Ja. Das geht nicht.
Also,